springen können. Warum bin ich nicht gesprungen? Sagte der selbst. Ich weiß was. Den blöden Spruch, den habe ich mir in einem von Alex. Was kann man, war es Let's Plays oder war es irgendein Stream im Chat? War das irgendwie? Keine Ahnung. Aber irgendwie von Alex habe ich das gelesen. Ich weiß das nicht. Ist das nicht traurig, dass ich das nicht noch mehr weiß? Ich werde alt. Man merkt es. Wenn man 25 wird, dann lässt das Gedächtnis auch schon mal nach. Kack-Arena, ehrlich. Das ist keine kleine Arena, das ist eine Kack-Arena. Deswegen sind auch so viele braune Stellen. Der war richtig scheiße. Aber auch mal wieder weg von der Welt des Pipi-Kaka-Humors. Zurück zu dem Spiel. Und das war gerade extrem knapp. Ich habe gerade nur ein paar Millimeter die Flasche verpasst. Die rote. Mensch, lässt er mich nicht mal vorbei hier, der Arsch. So ein alter Egoist. Lässt mich einfach nicht vorbei, du Schweinepriester. Heute bin ich jetzt hier. Warte, es war schon besser, reicht mir aber immer noch nicht. Ich muss erster werden, sonst krieg ich die scheiß Trophäe nicht. Ah, komm schon, alter Junge. Und wieder Scheiß. Ja, toll. Klasse. Yay, ich bin fast Sechster gewesen. Super, tolle Kiste. Alter, ist die Strecke eine Katastrophe. Ja, danke. War meine Kiste. Die habe ich gemietet. Von meinem Geld. Arsch. Alter. Das ist aber eine Strecke, ey. Ja, das war klar. Ich fahre immer nach außen, das ist ja furchtbar. Wahrscheinlich befinden sich dann im Inneren wieder die geilsten Kisten, Zeitkisten, so wie immer. Schnauze, Kuckuck. Einfach Schnauze. Ah, Cortex fährt aber auch gerne mal rein, das finde ich gut. Finde ich eine coole Aktion von dir, Cortex. Sehr fair. Ja, da puppt ihr doch ein Bein. Fahr, fahr, fahr! Ja! Geil! Na also, es geht doch. Die letzte Trophäe des dritten Bereiches. Ja! Geil! Super. Sehr schön. Und Internet ist übrigens immer noch nicht da. Ich glaube, ich werde euch jetzt die ganze Zeit im Live-Ticker berichten, ob Internet wieder da ist bei mir oder nicht. Momentan sieht es nicht so aus. Scheint ein größeres Problem zu sein. Ja, Tiny ist nur Dritter und Engine, ja, der lässt seine... Ja, ja. So, du hast alle anderen Fahrer auf dieser Bahn geschlagen. Nun, siehst du, warum man mich den gefürchtesten Fahrer dieser Rennen nennt. Ich ganz allein verdiene das Recht, Oxy zu schlagen, indem ich dich zu Staub zermahle. Los geht's. Komm her und versuche es. Komodojos Herausforderung, der dritte Bosskampf inzwischen. Yo. Wir haben über die Hälfte des Spiels geschafft, kann ich euch schon mal so verraten. Ist ziemlich cool. Und jetzt, wie gesagt, sind wir im Kampf mit Komodo Joe. Das ist einer von den beiden Komodo-Brüdern, denen wir im zweiten Crash Bandicoot-Teil begegnet sind. Nicht Zorn des Cortex, sondern Cortex Strikes Back, natürlich. Ganz klar. Ach, der wirft auch mit TNT-Kisten. Okay. Das heißt, wenn er 10 Wumpefrüchte hat, wirft er Nitro-Kisten. Woher hat er plötzlich 10... Achso, er wirft die abwechselnd. Okay. Er wirft sie also random. Warum ist er eigentlich so schnell? Der Penner. Der kleine Penner. Erzähl's mir, Komodo Joe. Warum bist du so schnell, Scheiße? Vielleicht, weil er nicht so doof ist und nicht in die Lore reinfährt. In die Hannelore. Ha!
Ha, ha! Boah, war der witzig. Nee. Entschuldigung. Alter. Ich kann sich hier eine Weile hinziehen. Sehe ich jetzt schon. Also noch schlimmer als bei Papu Papu. Höchstwahrscheinlich. Wieso kriege ich nur Bomben? Raketen sind mir eher gefallen. Wenn ich ehrlich bin. Vor allem kriegen die Bosse wirklich immer ihre Sachen oder kriegen sie die nur, wenn sie ihre Kisten zerstört haben? Das könnt ihr mir gerne mal schreiben. Das könnt die Kenner mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren. Falls ihr überhaupt das gerade verstanden habt, was ich gesagt habe. Denn ich war ja gerade ein bisschen entfernt vom Mikro mit meinem Mund. Wieder einmal. Ich habe gerade Komodo Joe mal erwischt. Und ich habe ihn nochmal erwischt und mich selber gleich mit. Toll. Scheiße. Wieso ist der Kerl so schnell? Wieso bist du so schnell, du Sau? Bestimmt dein Wagen, mein Junge, was? Probleme mit dem Wagen, was? Oh, ich bin so witzig. Wahnsinn. Gib doch Gas, Minio. Gib Gas. Gib Gasen. Yeah, geil. Beim ersten Anlauf besiegt. Geil. Ja. Das ist nochmal klasse. Geil. Das lief richtig gut. Aber ich hatte auch Glück dabei, muss ich dazu sagen. Cool. Komodo Joe besiegt. Im ersten Anlauf noch dazu möchte ich hinzufügen. Oh. Der weint ja. Oh. Na sowas. Der dritte Schlüssel von 4. Du bist doch nicht so langsam. Hast mich überrascht. Der ein Schlüssel für deinen Sieg. Trotzdem glaube ich, dass du nicht schnell genug bist, Oxy zu schlagen. Wir werden unseren Planeten verlieren. Und es wird deine Schuld sein. Krieg du mir das doch ein, du Arsch. Ellie. So, dann fahren wir jetzt mal hier rein. Das dürfte die Kristall-Challenge sein. Und danach widmen wir uns den CTR-Challenges sowie den Zeit-Challenges. Ne? Alter Schwede. Ich bin gespannt. Ich kenne die Strecke noch nicht, deswegen werde ich das höchstwahrscheinlich auch nicht im ersten Anlauf schaffen. Das kann ich euch garantieren. Oh, Nitro-Kisten dieses Mal, okay. Spannend, spannend. Nitro-Kisten. Wieso kriege ich eine Bombe? Okay. Das ist noch spannend. Wieso kriege ich eine Bombe? Okay, ich glaube, ich sollte hier noch gar nicht sein. Und die Musik erinnert mich gerade dezent an Cortex. Okay, die habe ich. Ui, 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 ui. Oh, oh, die Zeit wird langsam. Oh, knapp. Fuck it. Jetzt komm her, du Kackstein. 15. Es fehlen nur noch 5, Leute. Es fehlen nur noch 5. 4. Scheiße! Aber ich habe den Kristall. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Aber für den... Fuck it. Für den ersten Versuch schon gar nicht schlecht. Kann man echt nicht anders... Ah, das war so knapp! Ich hätte ihn fast gehabt. Ich hätte die fast gehabt. Da hat echt nicht viel gefehlt. Geil. Cool. Das ist klasse. Finde ich. Für den ersten Versuch war das echt bemerkenswert. Ich lobe mich jetzt einfach mal ausnahmsweise selber. Normalerweise ist es ja nicht so meine Art, mich selbst zu loben. Hoppla. Da war aber gerade ein Bug, Freunde. Ich muss das Streckenhandling hier noch ein bisschen optimieren. Gebe ich zu.
Nimmst du bitte den Kristall mit? Beziehungsweise, wärst du so freundlich? Da dürfte der Rick sich jetzt freuen. Denn er ist seit gestern ein Arsch. Er hat nämlich gestern, ich habe ihm nämlich gestern in der Zockerbude erzählt, dass nämlich jetzt die Remaster-Teile von Bioshock 1 und 2 jetzt draußen sind. Was bedeutet, die übrigens nicht den alten Stand, wollte ich jetzt sagen, überschreiben, sondern tatsächlich neu gedownloadet werden müssen, um aktiviert zu werden. Das habe ich dem Ricardo erzählt. Und da er ja so eine geile Leitung hat, der blöde Sack, hat er sich einfach mal eben in ein paar Minuten Bioshock 1 und 2 runtergezogen. Ich brauche dafür jetzt bestimmt 6 Stunden oder so. Und er hat es locker flockig in 10 Minuten oder so geschafft. Ja, was soll man dazu noch sagen? Da hat er sich vor allen Dingen auch noch einen Ast gefreut, weil ich ihn als Arsch betitelt habe. Da hat er sich richtig einen Ast in die Hose gefreut, der Junge, du. Ich wollte was anderes sagen. Ja, ich gebe es zu. Aber er ist ein guter Junge. Ne? So ist es ja nicht. Wenn ich mal sowas sage, dann ist es spaßig gemeint. Ist es nicht böse oder ernst gemeint. Ich gönne es dem Jungen natürlich. Ganz klar. Oh, sag mal. Und ich fahre natürlich dran vorbei. Ist ja klar. Oh, das war doch im ersten Versuch so gut. Warum ist es jetzt so scheiße? Ich darf mich einfach nicht selbst unter Druck setzen. Das ist das. Immer so ein bisschen mein Problem, dass ich mich gerne mal selbst unter Stress setze. Ja, was heißt gerne? Ich setze mich immer selber unter Druck. Das ist nicht gut. Muss es noch theatralischer werden, Dingo? Oder wolltest du noch mal weiterfahren? Ich wollte nur mal fragen. Oh, scheiße. Goldene Mitte, die macht mir immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Ha! Ich hab beide erwischt. Sehr gut. Hier lohnt es sich echt, die Viereck-Taste zu benutzen, muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Wo sind die anderen Kristalle? Ach, hier oben. Guck mal, da haben wir noch einen. Vor allem, guck mal, ne? Du Zuschauer da draußen, guck du mal. Ich glaube, dieses Mal kann das tatsächlich sogar was werden, wenn ich mich nicht allzu blöder anstelle. Ein bisschen Gazen gebe und keine Nitro erwische vor allen Dingen. Yes! Geil! Genauso muss das laufen! Ja! Geil! Super! Sehr gut! Ich habe übrigens immer noch kein Internet. Ich weiß, das interessiert euch blendend. ich bin so ein Arsch hier. Gut, dann schauen wir doch mal. Drachenmin, genau, das war ja das Level, wo wir gegen Komodo Joe gefahren sind. Blizzard Bluff, Polar Pass und die kleine Scheiß-Arena. Das sind die vier Bereiche, die wir nochmal anfahren müssen. Ich glaube, die Arena war neben kleinen Iglo, ne? Wenn ich mich richtig entsinne. Würde ich doch sagen, machen wir die beschissenste Mission als erstes. Dann haben wir die nämlich gleich hinter uns. Wie gesagt, was die Zeit-Challenges hier angeht, hatte ich euch ja schon erklärt. Ich werde zumindest versuchen, Saphir zu holen und danach noch ein paar Mal zu fahren. Sollte es dann nicht klappen in der Zeit-Challenges, in der Zeit-Challenge mache ich das dann privat, offscreen. Weil ich möchte euch damit einfach nicht länger rumquälen, das muss einfach nicht sein. Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, ich lasse euch mit mir leiden, aber ich finde, ihr habt genug gelitten. Bin einfach mal so frei. So, jetzt kommt es zur CDR-Challenge und ich werde jetzt ein bisschen ruhiger sein, weil ich muss mich jetzt echt auf die Buchstaben konzentrieren. Und vor allen Dingen auf den Spirit, diese einzusammeln. Ich benutze in letzter Zeit ungewohnt viele englische Wörter. Das ist nicht gut. Ich muss mal wieder mehr deutsche Wörter benutzen. Da haben wir schon mal das gute Tee. Tee wie Timo. Wie ich jetzt darauf kam, ich habe keine Ahnung. Ich wollte es einfach nur mal in den Raum geworfen haben. Außerdem kannte ich viele Timos zu meiner Schulzeit. Oder einige Timos. Das ist, glaube ich, auch ein ziemlich häufiger Name, Timo. Hoppla. Schön, die Rakete habe ich erstmal stumpf verschenkt. Und ich habe zwei andere an Coco verballert. Super. Schnauze!
Finde ich gut, Coco. Find ich gut. Und vor allem das Problem ist ja auch noch, ich muss nebenbei auch noch Erster werden.